Nahrung, Wohnung, Wärme, Kleidung, Freiheit, Würde, Freundlichkeit und ein kleines bisschen Luxus auch einmal von Zeit zu Zeit. Nährendes für Leib und Seele, Wohnen mit genügend Raum, warme Füße, warme Herzen, menschlich schön, das ist klar. Hallo allen von Hartz IV Betroffenen und Bedrohten und allen, die ihnen beistehen. Heute sind wir hier mit der zweiten Folge unserer Lesereihe Hartz IV, Hartz IV, Geschichten von Armut und Ausgrenzung. Im Anschluss an die Lesung wieder unsere Rubrik Arm und Reich vor 8, das Pendant zur Inforubrik Börse vor 8 vor den täglichen TV-Nachrichten. Hier informieren wir über die Welt der Armut und des Reichtums, über aktuelle Hartz-IV-Politik und die Hungersituation in der Welt. Mein heutiges Dankeschön geht an John Barawasser dafür, dass wir sein Kreuzworträtsel Hartz-IV macht arm für unseren Vorspann verwenden dürfen, an Reinhard Roloff, der meinen Menschlichkeitssong niedergeschrieben hat, und an Kurt Winterstein, der ihn hier singt. Vor der Lesung wieder etwas zu mir, diesmal zu meiner Herkunftsfamilie und zu dem Umfeld, in dem ich groß geworden bin. Und das hat gar nicht mal so wenig zu tun mit der Situation, in der jetzt so viele freie Kulturschaffende sind. Und bekanntermaßen ist diese Situation desolat. Mein Vater war Jahrgang 1896. Er war schon vor dem Zweiten Weltkrieg ein namhafter Regisseur und Schauspielpädagoge. Meine Mutter, emanzipiert, schön und klug, brachte meine große Schwester mit in die Ehe. Sie gab das Schauspielen auf, um das Familienmanagement zu übernehmen und klebte penibel monatlich freiwillig Rentenmärkchen. Mit zur Familie gehörte unsere Lala. Ihr Mann war im Krieg vermisst. Er blieb auch vermisst. Und da meine Eltern beruflich viel unterwegs waren, wurde Lala eine Vizemama für uns Kinder. In meinem Elternhaus ist die damalige Schauspielprominenz ein- und ausgegangen. Der Filmstar und Frauenschwarm Willi Birgel, die streitbare Inge Meisel, der junge Maximilian Schell, der erste Showmaster Hans-Joachim Kuhlenkampf. Ich habe sie immer alle als freundlich und fröhlich erlebt. Was ich nicht wusste, als Kind und als Jugendliche, war, dass Kuhli, der immer zu Scherzen aufgelegte Showmaster, sich im Krieg selbst erfrorene Zehen amputieren musste. Dass während der Nazi-Zeit Inge Meisel Berufsverbot hatte, der Dramatiker Karl Zuckmeier flüchten musste, dass der Übersetzer Heinz Ried sich den italienischen Partisanen angeschlossen hatte, dass die Theaterleiterin Ida Ehre und der Dichter Reinhold Schneider das KZ nur knapp überlebt hatten. Aber so jung und so ahnungslos ich auch war, ich habe doch mitbekommen, dass die Gauklerinnen und Hofnarren, schon immer viele von ihnen, in Not und Armut waren. Dass zum Beispiel die berühmte Schauspielerin XY, die noch keineswegs alt, aber auch nicht mehr jung war, nichts mehr zu tun hatte, keine Aufträge mehr bekam. Es waren vor allem Frauen, die meinen Vater um Hilfe baten, ob er nicht irgendetwas für sie tun könne. Und auch ein Willi Birgel stand im hohen Alter nicht mehr nur zum Vergnügen auf der Bühne. Wie dünn der Boden auch in meiner Familie immer war, das habe ich nur ein einziges Mal vage gespürt, als mein Vater ein einziges Mal krank wurde und nicht arbeiten konnte. Und er war hauptsächlich freiberuflich tätig und es hingen 5 Menschen an seinem Einkommen. Bei seiner letzten Inszenierung war mein Vater fast 80 und fast blind. Er hatte einen Professorentitel, war mehrfach prämiert, war Träger
des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse. Und seine Rente war nach 65 Berufsjahren und zwei Weltkriegen so gering, dass nur die mütterlichen Rentenmärkchen und ein langjährig hart erkämpfter Ehrensold die elterliche Existenz gesichert haben. Heute, in Corona-Zeiten, bringen abertausende Kulturschaffende bangen, abertausende erfolgreiche Kulturschaffende um ihre Existenz und sind auf Hartz IV oder milde Gaben angewiesen. Deshalb heute das Kapitel Milde Gabe mit Moralsenf. Entstanden ist es im Jahr 2009, als ich nach damals fast 40 Berufsjahren langfristig erkrankt bin und auf staatliche Leistungen angewiesen war. Anspruch auf Krankengeld hatte ich damals nicht. Milde Gabe mit Moralsenf, Anmerkung für einen Retter in der Not. Manchmal gibt es ja Hilfe, mehr oder weniger. Mehr oder weniger bürokratisch, an mehr oder weniger Bedingungen geknüpft. Ich meine nicht die Unterstützung für Banken und Banker, denen die Zuwendungen gern unbürokratisch, üppig und bedingungslos gewährt werden. Nein, ich denke hier an den kleinen Zuschuss für die wahrhaft Bedürftigen in diesem Land. Ich spreche von Kurzzeitrettung durch milde Gaben, wie sie mir dankenswerterweise zuteil wurden. Hilfe anzunehmen sei nichts Ehrenrühriges. Wer sie annehme, beweise Mut, so tönte einst ein Regierungssprecher. Es ging um marode Banken und reiche Banker. Doch wer arm ist und um Unterstützung bittet, wird nicht als mutig bewundert, wird im Gegenteil gegängelt, belehrt und bevormundet wie ein unmündiges Kind. Denn wer armen Menschen Hilfe zuteil werden lässt, Hilfe gewährt, gibt meist auch noch seinen Senf dazu, mal wohlmeinend, mal weniger. In diesem Fall einige Jahre nach Einführung von Hartz IV ging es nicht um eine neue Brille, um Zahn- oder PC-Ersatz oder Krankenhauszuzahlungen, die jeden Regelsatz sprengen. Ich brauchte einen Wohnzuschuss. Denn zwischen dem Auszug des einen und dem Einzug des nächsten Wohngemeinschaftsmitglieds lauerte eine finanzielle Lücke. Zwar hätte das Jobcenter, da nicht mehr als 2 Monate zu überbrücken waren, den vollen Betrag übernehmen müssen, doch ich fürchtete das übliche Prozedere: Antrag, Ablehnung, Widerspruch und Gerichtsstreitigkeit. Ich fürchtete monatelange Bearbeitungszeiten, befürchtete, die nächste und übernächste Miete nicht voll zahlen zu können, selbst wenn mein Antrag irgendwann bewilligt werden sollte. Und so suchte und fand ich eine Stiftung und reichte ein Gesuch auf Stiftungsmittel ein. Die Zuwendung wurde gewährt. Da zweckgebunden blieb sie auch anrechnungsfrei. Der segensreiche Scheck verhalf mir zu 2 Monaten stressfreiem Alleinwohnen. Doch neben der milden Gabe erhielt ich vom Stiftungsvorstand unter dem Stichwort Anmerkung einen Klacks Moralsenf auf meinen ansonsten eher leeren Teller. Anmerkung: Aufgefallen ist, dass Ihre Bruttomiete gemessen an Ihrem derzeitigen Einkommen deutlich zu hoch ist und wohl auch deshalb der finanzielle Engpass entstanden ist. Wir empfehlen daher dringend, sich schnellstmöglich um eine günstigere Wohnung zu bemühen. Nun sah auch ich mich zu einer Anmerkung aufgerufen. Sehr geehrter Herr Doktor, nennen wir ihn Retter. Ihre Unterstützung war hilfreich und Ihr Ratschlag gewiss wohlgemeint. Deshalb wäre es undankbar, ihn ohne Echo zu lassen. Doch die Antwort kann nicht kurz ausfallen, denn es geht dabei um 30 Lebensjahre, um günstigeren Wohnraum, Wohngemeinschaften, Umzüge, Einkommen und um die Frage, was Frauen leisten
und was ihnen zuzumuten ist. 1969. Als Schauspielschülerin wohnte ich zunächst bei Nonnen. Was anderes war für 18-jährige Mädchen in Mailand kaum zu finden. Dann wegen der beruflich ungünstigen Ausgangssperre ab 22 Uhr zog ich zu einer Witwe, die mir sofort nach Einzug den Pass abnahm, um zu verhindern, dass ich mit einem Gigolo ins Heiratsparadies Gretna Green entfleuche. 2 Wochen später verfrachtete ich meinen Koffer in ein billiges Hotel neben dem Theater, dessen Leitung mit viel Mühe meinen Pass zurückeroberte. Die Damen, die zu jeder Tageszeit vor dem Hotel herumstanden, grüßte ich ahnungslos und unbefangen. Sie grüßten auch stets freundlich zurück. Erst als meine Eltern zu meinem Debüt anreisten und die Damen gut auf das Auto meiner Mutter aufpassten, erfuhr ich dann, wo ich gewohnt hatte, in einem Stundenhotel. Nach meinem italienischen Debüt, während eines Gastspiels im damals noch geteilten Berlin, kam ich erst bei einer Tante unter, dann bei einer alten Adligen und danach bei einem Frauenpaar. In meinem ersten Festengagement, 800 Mark Bruttogehalt, schlief ich in einem Dachzimmerchen, 150 Mark mit Kochplatte. Nächste Stadt, nächstes Engagement, nächstes Quartier, Zimmer mit eigenem Eingang. Bei einem älteren Paar, sonntags durfte ich mitessen. Doch als ein kleines Apartment mit Dusche und Kochnische neben dem Theater frei wurde, griff ich zu. Schauspielende sind Reisende. Dreharbeiten am anderen Ende der Welt. Down Under, Australien. Schicke Kleinwohnung mit Blick auf eine sonnige Bucht. Dann die erste eigene Wohnung. München, Altbau, Gärtnerplatz. 100 Quadratmeter, 350 Mark. Inklusive Nebenkosten. Oh, zu teuer, fand ich. Und teilte die Kosten mit einer Mitbewohnerin. Schauspielende sind Vielreisende. Tage, Wochen und monateweise lebte ich zur Zwischenmiete in verschiedenen Städten und Ländern, bei Freundinnen, Bekannten und Verwandten, in von Künstlern besetzten Abbruchhäusern, kleinen Hotels mit Etagenklo, WG-Buden, Luxussuiten und Abstellkammern, je nach Auftrag und Honorar. Jetzt kommen wir zum Jahr 1981, verehrter Herr Dr. Retter. Nach 10 Jahren im Schauspielberuf wurde ich Mutter. Alleinerziehend. Mit einem winzigen, warmen Bündel Mensch im Arm, das zarte Vogellaute von sich gab, wandelte ich durch blühende Isarauen. Schön war das. Und durch die überfüllten, nach kaltem Rauch stinkenden Flure des Sozialamtes München Mitte 1. Ja, das war nicht so schön. Aber ich konnte bei meinem Kind sein. Krippen waren Anfang der 80er Jahre eine Randerscheinung und hätten mir ja auch nur bei 8 bis 17 Uhr Arbeitstagen genützt. Immerhin, die private Zwergengruppe ab 2 Jahren, 3x3 Stunden wöchentlich und die Babysitterin einmal wöchentlich, ermöglichten mir Anwaltsgespräche und Zahnbehandlungen ohne Kind auf dem Schoß, Kontaktaufnahme mit potenziellen Arbeitgebern ohne Brei auf dem Rock, gefahrloses Fensterputzen und gelegentliches, ungestörtes Nachdenken. In der Gruppe war Elternarbeit gefragt, de facto Mütterarbeit. Und so habe ich einmal wöchentlich Gemüsepflanzerl mit Clownsgesichtern und andere Kindermenüs kreiert, 2x im Monat Pflichtelternabenden beigewohnt, mit Kind auf dem Schoß, wofür ich mich ausführlich rechtfertigen musste. 1x im Monat 5 Zwerge im Handwagen durch die Isarauen gezogen und langwierige Sonderaktion mit 4 Mitmüttern rosa Elefanten auf graue Hausmauern gepinselt. Wir wollten, dass es den Kleinen gut geht. Gewiss. Mitunter empfand ich Sehnsucht auch nach tieferen Stimmfrequenzen als denen von Frauen und Kindern. Doch wir lebten meist friedlich und schön in guter Gesellschaft. Im Lauf dieser Jahre kamen wir auf 3 Katzen und 11 Mitbewohnerinnen. Gut, die Aufenthaltsdauer
von Mitbewohnern ist meistens nicht länger als die Lebensspanne eines Goldhamsters, so 1 bis 1,5 Jahre. WG ist keine schlechte Lebensform in einer Gesellschaft, in der die Einsamkeit oft die einzige Gemeinsamkeit ist. Mein Kind hatte viele WG-Tanten und Cousinen und wir hatten viel Spaß. Weniger Spaß hatte ich mit einer Bank, die mir die Frage nach Sicherheiten stellte. Ich blieb bei der Wahrheit, ein Kind und ein Klavier. Gut, der Dispo wurde gestrichen. Ich schleppte viel, schlief wenig und bekam Panikattacken beim Anblick von Kontoauszügen. Als Mutter, Elternsprecherin und Elternbeiratsmitglied wohnte ich herzigen Laternenumzügen, zimtduftenden Nikolausfeiern, rührenden Ballettvorführungen, ohrenquälenden Schülerkonzerten, öden Lehrerkabaretts und fröhlichen Hortfaschingsfesten bei und saß dabei auf kleinen Stühlen, harten Bänken, zerschlissenen Kissen, kochenden Heizungen und kalten Treppenstufen, einmal mit Blasenentzündung. Als ich vom Backen und Basteln für Ostern, respektive Muttertag, immer erst in letzter Minute erfuhr, habe ich im Morgengrauen hurtig mal 10 Eier ausgeblasen, mal das Papier von 8 Klorollenhülsen abgewuselt. Ich habe Kindergeburtstage organisiert und animiert, mich im Hort für Vollwertkost stark gemacht und daheim für pädagogisch wertvolles Spielzeug. Es aber nicht geschafft, die Barbie- und Ken-Invasion zu verhindern. Nur dem Elternsackhüpfen habe ich mich hartnäckig verweigert. Auch mit Haustieren kenne ich mich aus. Katzen haben Krallen und beharren darauf, kein Spielzeug zu sein, sind also pädagogisch wertvoll. Meerschwein, Hamster, Haus- und Springmaushaltung sollte verboten werden. Es ist alles Tierquälerei. Nach dem Tod einer einsamen Kaulquappe beim Wasserwechsel und dem Massensterben unzähliger Stecknadelspitzen großer Urzeitkrebse beim Umtopfen in ein größeres Aquarium habe ich Kindertränen getrocknet. Natürlich nicht nur da. Einmal habe ich einen karriereträchtigen Termin verpasst, weil ich den Notkäfig für einen fremden Sittich montieren musste, dem nichts Besseres eingefallen war, als sich auf unserer Fensterbank niederzulassen, erschöpft von seiner Flucht. Als meine kleine 3 war, wagte ich mich wieder auf die Bühne. Bei der Premiere lag das Stunden zuvor erkrankte Kind, plötzlich erkrankte Kind, fiebernd auf einem Kostümhaufen in der Garderobe. Zwischen 2 Auftritten habe ich die kleine Stirn gekühlt, in der Pause Wadenwickel angelegt und nach 2 weiteren ähnlich desaströsen Versuchen das Theaterspielen aufgegeben. Zumindest für die nächsten 25 Jahre. Zur Fortsetzung kommen wir ja noch. Und die Fernseharbeit gleich mit, denn Schauspielende sind Reisende. Und wie macht man das mit einem kleinen Kind? Ja, ich weiß, werter Herr Dr. Retter, ich hätte Lehrerin werden sollen. Zu spät. Na gut, ob das jetzt so ein Spaß ist, weiß ich auch nicht. Ich wurde Yoga-Lehrerin und absolvierte eine Fortbildung zur Kosmetikerin. Nein, Frauen sind nicht zertifikatsammelsüchtig. Sie tun einfach nur immer alles, was möglich ist. Ohne Babysitterin wäre nichts möglich gewesen. Parallel dazu wurde ich in Synchronstudios vorstellig, um Filmstars fremder Zungen meine deutsche Stimme leihen zu dürfen. Schließlich erschien die Tätigkeit als Synchronschauspielerin zeitlich, finanziell, organisatorisch, zukunfts- und allgemeinprognostisch besser. Und so, statt weiterhin tierversuchsfreie Kräuterpeelings anzurühren, habe ich mich hochgearbeitet vom Schrei in der Menge: Hurra, der König kommt! Oder es brennt, schnell die Feuerwehr! Über textarme Kleinrollen. Oh, Johnny. Pff, Schuss aus. Bis hin zu schicksalsgebeutelten Serienblondinen, kreischenden Aliens, Zeichentrickbärenmüttern und sprechenden Pflanzen. Als mein Kind Keuchhusten und Windpocken bekam, sagte ich alle Termine ab, wachte am Bettchen, steckte mich an und stand kaum genesen wieder vor Mikro. Mit gut unterdrücktem Husten und sorgfältig überschminkten Pusteln. Tut mir leid, liebe Kolleginnen,
Hat sich jemand angesteckt? Nein, es hat sich niemand angesteckt. Und es ging nicht anders. Längere Verdienstausfälle konnte ich mir nicht leisten. Denn die Alimente waren wieder mal nicht gekommen. Was mir Kraft gegeben hat, das war die kleine warme Hand in meiner beim Abendspaziergang durch einsame Straßen, bei dem der Himmel ganz blau war und eine große, runde Mondin stets vor uns herging. Öfter mal habe ich ungedeckte Schecks erhalten, Unterhaltszahlungen öfter mal nicht und doch stets alle Rechnungen beglichen, außer einer, die mir erlassen wurde. Einmal konnte ich ausschlafen. Große Unterleibs-OP, 2 Wochen Klinik. Als ich den Arzt um einen Attest für eine Haushaltshilfe bat, lächelte er nachsichtig. Na, das werden Sie doch wohl noch alleine schaffen, was? Kaum entlassen schleppte ich wieder Katzenstreu, Wäschekörbe, Einkaufstaschen. Ich habe Konten überzogen, Überziehungskredite in Kredite und Kredite in Kontokorrente verwandelt, ein Loch mit dem anderen gestopft, Bausparverträge und Lebensversicherungen abgeschlossen und wieder aufgelöst. Und manchmal habe ich mein geliebtes Kind angeschrien. In den aussichtslosesten Momenten bekam ich Geld geschenkt und bin in einer höchst prekären Situation einer Bankfrau begegnet, die Mutter war und Mensch. Ich habe Tschernobyl in Bayern erlebt und musste erkennen, dass wir uns bestenfalls für den Austausch verseuchten Sandkastensandes, will mir nicht über die Lippen, Sandkastensandes einsetzen dürfen, aber dass wir unsere Kinder vor den ärgsten Gefahren nicht beschützen können. Heute Fakten zur finanziellen Triage. Denn ja, so funktionieren die staatlichen Corona-Hilfen, die guten ins Töpfchen und die schlechten ins Kröpfchen. Der Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Aalen, Christian Kreis, schrieb Anfang Januar in einem Wirtschaftskommentar: Je schlimmer die Lockdowns, desto stärker wird die Marktbereinigung, desto größer wird der Machtzuwachs bei einer vergleichsweise kleinen Gruppe von Oligarchen, denen die großen Konzerne gehören. Die 3000 größten börsennotierten Nichtfinanzunternehmen der Welt sitzen momentan auf 7600 Milliarden Dollar Liquidität. Das ist ungefähr ein Drittel mehr als 2019 und entspricht in etwa dem doppelten deutschen Sozialprodukt. Dann geht es weiter mit Informationen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, DEHOGA. 3 von 4 Gastronomen und Hoteliers bangen angesichts der Maßnahme gegen die Corona-Pandemie um ihre Existenz. 75,5% von 12.000 Betrieben gaben dies an. Jeder vierte Unternehmer ziehe konkret die Betriebsaufgabe in Erwägung. Nach dem Corona-Jahr 2020 seien die Konten leer bei weiterhin hohen Kosten. Zwischen März und Dezember wurden nach dem Institute for Policy Studies allein in den USA 56 weitere Personen zu Milliardären. Insgesamt gibt es damit in den USA 659 Milliardäre. Seit Beginn der Pandemie wuchs das Vermögen dieser Superreichen um mehr als 1 Billion US-Dollar auf nun 4 Billionen. Das sind in Euro Milliarden. Billions sind Milliarden. Damit haben 659 Amerikaner ein doppelt so großes Vermögen wie die ärmsten 156 Millionen. Allein im Gesundheitsbereich sind während der Pandemie mindestens 50 Personen zu Milliardären geworden, unter anderem die Gründer von BioNTech. BioNTech-Gründer Ugur Sahin hat durch Aktiengewinne sein Vermögen um 4 Milliarden US-Dollar erhöht. Nach Forbes sind aus dem Gesundheitsbereich während der Krise mindestens 50 Personen zu Milliardären geworden. Jetzt bin ich aber froh, dass ich die ganzen Zahlen fehlerfrei drüber gebracht habe, weil ich bin nämlich zahlenschwach. Zum Schluss noch ein paar Sätze aus einem aktuellen Kommentar des Freitag-Redakteurs Benjamin Knödler.
Der Hartz-IV-Satz für eine alleinstehende Person beträgt derzeit 446 Euro. Wie soll man davon neben Lebensmitteln auch noch Einmalmasken bezahlen? Derzeit stehen im Monat 2,63 € für medizinische Produkte zur Verfügung. Das ist per se schon viel zu wenig, im Augenblick aber erst recht. Im vergangenen Jahr wies ein Gericht die Klage eines Hartz-IV-Empfängers auf Erstattung der Masken ab. Denn Masken seien als Kleidung zu betrachten und damit durch den Regelsatz abgedeckt. Auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat erklärt, die Masken müssten selbst finanziert werden. Auch für Geringverdiener und Menschen mit niedriger Rente sind regelmäßig anzuschaffende FFP2-Masken ein Extraposten, der zu einer weiteren Belastung werden kann. Man denke nur an die hohen Mieten. Nach reichlicher Kritik ist heute zu hören, dass Bayern 2 Millionen Masken für Bedürftige zur Verfügung stellen wird. Bei etwa 100.000 Hartz-IV-Empfängerinnen sind allerdings auch die schnell aufgebraucht. Diesen Beitrag wird ja wohl jeder noch leisten können. So klingt Verachtung für arme Menschen. So bekämpft man keine Krise, so grenzt man weiter aus. Für mehr Menschlichkeit, darum machen wir den Traum doch endlich wahr.